Hey ho und herzlich willkommen bei Chibi Let's Play mit Super Metroid. Voll motiviert. Und ja, wir sind noch in Kötelja, aber ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Ich weiß es jetzt. Vielen Dank, mein Helferlein. Er hat mir nämlich gesagt, ich muss zurück nach Norfair. Ja, warum ich hier die ganze Zeit rumgetingelt bin. Ja, ich habe gedacht, da wir die Powerbomben hier gefunden haben, müsste ich hier auch noch irgendwas dafür suchen, finden, was auch immer. Aber so ist es nicht. Ich brauchte eigentlich nur die Powerbomben hier holen, damit ich in Norfair weiterkomme. Deswegen, ich war total falsch, als ich gedacht habe, ich müsste jetzt die ganze Zeit da oben verbringen. Ich muss aber nach unten. Tja, passiert, ne? Man muss ja auch wirklich fairerweise gestehen. Also ich bin ja im letzten Part leider doch sehr hart ins Gericht mit dem Spiel gegangen. Man muss aber einfach sagen, Super Metroid ist aus dem Jahre 1994. Da waren die Spiele halt anders. Da war der Schwierigkeitsgrad auch gehobener als das, was man heutzutage alles bekommt. Ich meine, die heutigen Spiele sind so vollgestopft mit Tutorials und Hilfeleistungen und allem Möglichen. Das war damals halt nicht so selbstverständlich. Und da musste man sein Hirn auch mal verwenden. Und ja, so kann ich natürlich auch gut verstehen, warum es manche schwierigen Momente gibt, wo Spieler halt auch absolut nicht mehr weiterkamen. Das hatte ich selber auch schon bei diversen Titeln damals. Und ja, ich habe wahrscheinlich auch in dem Moment einfach vergessen, dass es halt ein Super Nintendo-Teil ist. Genauso wie ich auch wahrscheinlich vergessen habe, dass hier oben ein Energietank ist. Yay! Jetzt habe ich ihn aber zurückgeholt. Ich glaube, das ist sogar dieselbe Stelle wie beim GBA-Remake, oder? Es kommt hin. Das kommt hin. Jetzt frage ich mich gerade, war das beim NES-Teil auch? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist ja eh alles dieselbe Ecke, ne? Ich meine, egal. Auf jeden Fall muss ich jetzt zurück nach Norfair und ich würde sagen, ich mache gleich einen kleinen Schnitt, denn ja, den einen Rückweg konnte ich hier ja zum Glück frei bomben. Ja, kann ich hier ein bisschen abkürzen. Und dann versuche ich halt meinen Weg durch die bekannten Tunnel bis nach Norfair unten rechts. Also, ja, wir sehen uns gleich. So, und da sind wir auch wieder zurück in Norfair. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Ich meine, hier war doch schon direkt ein Ort, wo ich die Powerbomben brauche. Eine habe ich noch. Vielleicht hinterlassen die Viecher hier. Ey, guck mal da. Da ist eine gelbe Schleuse. Eine gelbe Tür. So viel dazu. So viel dazu. Was haben wir jetzt hier? Das Kartenterminal. Ja, bitteschön. Yay. Ah, und wie man sieht, es ist doch etwas komplex, ja. Mhm, Ja. Das ist doch schon mal ein Anfang, ne? Jetzt hätte ich gerne natürlich wieder neue Powerbomben. Ich habe gerade gar keine mehr, fällt mir gerade auf. Hinterlassen die Gegner wenigstens noch was? Nein. Das wäre schade. Ach, die hinterlassen doch nur Missiles, ne? Das warst du? Ja. Nö. Energie und Missiles, aber keine Power-Mechanik. Ich will ein paar Power-Mechanik. Power-Bomben, Entschuldigung. Die gelben Dinger. Ah, da ist das grün. Ja, ich kann doch nicht durch die Wand durchschießen. Ich glaube, dafür gibt es auch noch was. Ja, Power-Bomben. Power-Bomben. Seid ihr lahme Gegner, ey. Hier ist der nächste Speicherpunkt, aber ich glaube, der hat zwei Türen. Ja. Ich brauche doch nur Bomben.
Kann ich da durchrushen? Aber da gibt es auch noch einige Wege im Blau gefärbt, die ich vielleicht auch abklappern kann. Vielleicht muss ich ja gar nicht den linken Weg nehmen. So, habt ihr was hinterlassen? Ja! Bomben! Theoretisch kann ich jetzt zurücklaufen. Ich weiß nicht, ob man da bei diesem quadratischen da links unten weiter kann. Ich gehe einfach mal da oben lang. Ich meine, da sind auch die Türen, die da runterfahren, wo ich den Speedbooster ja wirklich brauchte. Egal, jetzt habe ich Bomben. Nur nicht alle sofort verballern. Aber auch irgendwie doof gemacht, dass die Karte durch eine Powerbombe geschützt wird. Also durch die gelbe Tür, meine ich jetzt. Naja, ist halt ein bisschen kniffliger, ne? So, jetzt aber Bomben. Und weiter geht's. Yay! Endlich. Ups. Und hier ist krauchendes und fliegendes Gedöse. Friss das. Ihr braucht eine Abkühlung und zwar dringend. Ah, Bomben. Ja. Diesbezüglich ist es auch gar nicht mal so schlecht gewesen, dass ich im letzten Part halt einige Bomben und Missiles und hier und da auch gefunden habe. Gibt es hier ein Versteck? Nein, aber Energie. Ich meine, ich konnte mein Inventar aufstocken. Das ist an sich eh nie verkehrt. So, hier renne ich einfach durch. Da geht's nach oben. Hier ist ein Speicherpunkt anscheinend. Mit keiner zweiten Tür. Das ist schon mal ganz gut. Dann gehe ich erstmal hier hoch. Vorausgesetzt, dass man was möchte. Geht doch. Okay. Wo oder... Aha, da brauchte ich irgendwas. Au, 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 au. Lass mich mal raus hier. Da brauchte ich ein Item. Das ich doch nicht... Hä? Ich habe es oben an der Decke gesehen. Ja. Ach, wirklich. So. Ja, gehen wir erstmal den normalen Weg. Wo komme ich denn da lang? Da lang, da lang. Ich habe ein doofes Gefühl, dass ich nämlich eigentlich nach unten muss. Ich gehe doch lieber nach unten. Hier die Supermesser, die grünen Dinger. was ist das für eine Musik? Oh! Hi! Habe ich dich bei irgendwas gestört? Fette Bossmusik bei... ja. Hi. Geh mal. Einfach in den Schnüss, genauso wie bei Trade damals. Du siehst immer ein bisschen ähnlich, aber ein bisschen, ne? So, was die Schnüss angeht. Ich dränge dich erstmal nach hinten. Solange ich noch Missiles habe. Na, hau ab. Hau ab. Hau ab, komm mir nicht zu nah. Geh weg. Jetzt kriegst du ein super Missile. Ich habe halt keine Missiles mehr, fällt mir gerade auf. Naja. Ich dränge ihn einfach weiter nach hinten. Keine Missiles mehr, aber wir haben super Missiles. Noch ein paar. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich lass mich von dir doch nicht einfach. Irgendwie kommst du ins Schwitzen, hä? Oh. Oh. Entschuldigung.
wollte ich jetzt nicht, ne? Ich wollte dich eigentlich nur ein bisschen zurück... ...färchen. Dass du eine Lektion daraus lernst, aber... Naja, egal. Dann, tja. Ups. Nein. Was jetzt schon wieder? Ich komme nicht zurück. Und Kampfmusik! Das war seine Rache anscheinend. Auweia. Armer Kerl, aber du bist mir auch ein bisschen zu nah gerückt, ne? Ich wollte jetzt auch nicht in diese Säure reinfallen. Reicht schon, dass ich das aus Versehen mache. Nicht, dass mir da noch so ein Boss... Naja, egal. Egal. Okay. Da ist ein Speicherpunkt. Das ist auch ganz gut, auch wenn wir jetzt zwei Speicherpunkte sehr nah aneinander haben. Naja, warum auch nicht, ne? Je mehr, desto besser. Komische Viecher. Kann ich wenigstens Energie und Missiles wieder auftanken. Dafür sind die Viecher ja wirklich ideal. Oh, guck mal an, was da ist. Ja, wie komme ich denn da hoch? Den Dingern hier. Oder? Ich gehe einfach weiter. Das wird sich schon alles aufklären. Irgendwann. Soll ich jetzt runter oder gehe ich links? Ich gehe runter. Runter und dann rechts. Sieht irgendwie ideal aus. Warum? Och man, warum ist das so tief? Ich will nicht wieder Walljumps machen. Ich habe das Timing nämlich nicht mehr drin. Seit der letzten Aufnahme sind natürlich ein paar Tage vergangen. Aha. Hier sollte ich natürlich aufpassen, wie der Lavastand so ist. Weg. Und wir haben Missile-Container gefunden. Ein, zumindest. Yay. Ja, man hat ja vorhin bei diesem, ich sag jetzt mal, Zwischenboss doch gesehen, dass die Dinger sehr nützlich sind, von Vorteil sind, je mehr wir haben. Und da ja kein weiteres Versteck ist, haue ich jetzt einfach wieder ab. Ja, ich weiß, ich war mit den Knöcheln in dem Geblubber. Ja, Entschuldigung. Passiert. So, dann gehe ich jetzt mal weiter runter. Keine optische Veränderung, wenn ich diese blauen Dinger aneise. Gar nicht. Egal. Ups. So. Jetzt bin ich hier. Wann kann ich den anderen Weg hier wieder zurücknehmen? Vielleicht ist das ja auch nur so gedacht. Was gibt's denn hier? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Okay, die kann ich wegbomben. Warum? Warum ist das sinnig? Vonnöten? Okay, ich habe eine Vermutung. Ich brauche hier Anlauf. Hä? Anscheinend doch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, ich müsste hier durchpreschen. Ach, da muss ich wahrscheinlich durchpreschen. Muss man hier Platz schaffen, damit ich richtig Anlauf kriegen kann. Und... Hui! Super. Und hier ist ein Chose. Mit dem Grappling Beam. Yay, das klingt doch noch was. Und es sieht aus wie ein Enterhaken. Super. Guck mal, ob hier noch was ist. Nein. Okay. Aha!
Super. Hui. Okay, sah ein bisschen weniger elegant aus, wollte ich sagen. Intelligent wahrscheinlich auch. Erstmal diese komischen Mäuler eineisen, die nerven mich gerade. So. Aha. Ja. So, jetzt Schwung nehmen und damit der Eleganz eines Pfannkuchens runterfallen. Na? Geht doch. So, jetzt habe ich diesen Raum hier endlich erreicht. Hier gibt es dasselbe Zeug nochmal. So sollte es nicht aussehen. Ich bin halt auch manchmal etwas ungeschickt. Das gebe ich gerne zu. Alles andere wäre gelogen. Ah, ich hätte den Knopf gedrückt lassen sollen. Oh, ihr blöden Viecher. Geht mir nicht auf die Nerven. Hallo. Wie muss ich das denn timen? Ich war doch mit den Fersen schon vorne. Mit den Zehen schon vorne. Mit den Fersen auch. Oh, dieses Wasser. Ich kann mich im Wasser nicht gut bewegen. Das ist... Ja, nicht nur bei Samus, sondern auch bei mir so. Und das ist jetzt gerade sehr nervig. Und jetzt machst du einen Walljump. Sehr schlau. Sehr schlau, my lady. Jetzt aber... Oh, Alter! Ich krieg eine Folie. Blöden Viecher. Was gibt's denn hier überhaupt, dass ich hier mich hier zu Tode stürzen muss? Dass ich hier einen Freischwimmer machen muss? Pff. Es hat doch vorhin gut geklappt. Warum denn jetzt nicht mehr? Blöde Steuerung hier. Geht doch, ey. Anscheinend muss ich auch erstmal runterdrücken, damit die. Dass dieses Ding da überhaupt. Schuhlöffel, okay. Meine Güte, ich hab's endlich geschafft, ey. Diese Passage war wirklich nervig gerade. So. Tür auf. Nichts wie weg hier. Meine Güte. Ich hoffe, ich muss nie mehr hier hin. Ich muss gestehen, ich komme mit der Steuerung auch nicht wirklich zurecht. Muss ich jetzt einfach mal sagen. So. So. Wie viel Zeit haben wir? Da ich wahrscheinlich gleich einiges rausschneiden werde, kann ich es nicht mal sagen. So. Aber interessant, dass das auch bei Gegnern funktioniert. Oh, Samus! Mann, so sah es vorhin übrigens auch aus. Es funktioniert nicht immer gut. Vor allem das mit dem Absprung habe ich noch nicht ganz... Oh, warum hast du jetzt losgelassen? Darf ich mal fragen? Warum hast du jetzt losgelassen, Madame? So, das war jetzt eigentlich perfekt. Jetzt hast du auch wieder losgelassen. Ich hatte den Knopf aber gedrückt. Ich will doch nur dahin. Mit diesem roten Türchen. Boah, dass Samus sich hier auch noch nicht an Kanten festhalten will, ist schon etwas nervig. So, jetzt aber. Yay, geschafft. So. Und wir haben hier Powerbomben. Okay, immerhin etwas. Immerhin etwas. Nicht ganz, dass man... wirklich... Energietank wäre mir jetzt lieber gewesen für die Strapaz, aber was soll's. Oh, apropos Energie. Wo ist sie denn? Verdammt. Naja, zum Glück. Zum Glück sind diese Viecher wieder hier. So. Kriegen wir schnell auch einen Energietank.
oder zwei oder drei wieder voll. Und dann überlege ich, was ich als nächstes tue. An sich würde ich gerne jetzt speichern. Da ist auch noch was. Da ist auch noch ein Punkt. Ich meine, hier war keine Tür hinter dem Speicherpunkt, ne? Nein. Gut. Dann springe ich jetzt rauf. Und guck mir da den Punkt nochmal an. Ah, es ist leider ein bisschen blöd gemacht, dass Samus bei Flüssigkeiten wie Wasser oder Lava dann auch ein bisschen langsamer wird. Genau, hier war der eine Kollege hier. Und hier haben wir die Dinger wieder. Oh, jetzt muss ich das wieder auswählen. So. Und da ist ein Energietank. Den wollte ich haben. Ja. Ich bin mit dem Timing noch nicht so ganz befreundet. Plunk. Geht doch. Yay! Ein weiterer Energietank. Immerhin etwas. Und da kann ich jetzt erstmal zurück. Eigentlich sollte man das ja so machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass man mit dem Speedboost auch gerade sehr gut schummeln kann, wenn man im richtigen Moment springt. Nicht so wie ich. Aber gut. Ich würde sagen, ich war hier doch etwas erfolgreich. Und dann gehe ich mal zu dem Speicherpunkt da oben. So. Und dann darf ich beim nächsten Part nicht vergessen, dass da oben auch noch was war, wofür ich den Grapple Beam brauche. Naja, mache ich dann im nächsten Part. Meine Lieben, wenn es gefallen hat, gebt dem Video bitte ein Däumchen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Mich sehr motivieren. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.